Hallo ich Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. So, wir sind auf dem Weg zu dem Dorf Cosmo Canyon, denke ich mal. Und ja, da machen wir jetzt mal weiter, da wir jetzt hier in der Cosmo-Region angekommen sind. So, eigentlich sollte uns Red ja führen, aber irgendwie sehe ich den gerade nirgends. Gut, ich kann auch nicht ganz hoch gucken. Na gut, wir werden ja sehen, wo wir da hinkommen. Zumindest steht da vorne ein Schild. Kurz und schmerzlos. Hier ist jetzt Schluss. Dann übernimm. Es geht los. Ja. Okay. Ja. Zack. Ja. Das wird wehtun. Gut, das wäre erledigt. Aber wie gesagt, ich denke mal, hier geht's nach Cosmo Canyon, wenn das Schild schon hier rumsteht. Gut, ich denke, wir haben es da gefunden. Das dort ist Cosmo Canyon. Meine wunderschöne Heimat. Oh, das haut einen ja echt um. Ich kann die Planetenkunde schon meinen Namen rufen hören. Dann folgen wir dem Ruf mal. Ui. Die ist größer, als ich das dachte. Schön. Natürlich nehmen wir auch erstmal das Gemüse hier mit. Und dann auf nach Cosmo Canyon. Da warte ich im Prinzip schon das ganze Spiel drauf. So, hoffentlich ist noch die Musik genauso cool wie damals. Bin wieder da! Na, habt ihr mich denn auch alle vermisst? Nanaki. Oh. Wir haben uns ja solche Sorgen um dich gemacht. Es geht dir gut. Was für ein Glück. Pass auf. Na, dann geh am besten gleich mal zu Meister Bogenhagen. Oh. Diese Leute haben mir hierher zurückgeholfen. Ihr könnt sie also ohne Sorge durchlassen. Was war das denn gerade? Na, habt ihr mich denn auch alle vermisst? Ist der nicht niedlich? Entschuldigt, kleine Formalität. Die hier hat dein Luftschiff heute Morgen verteilt. Das sind wohl die Verantwortlichen für die Reaktorexplosionen in Midgar. Aber ihr scheint mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Und Nanaki vertraut euch. Ihr dürft also rein. Ha? Willkommen im Cosmo Canyon, dem Zentrum der Planetenkunde. Doch, die Musik ist immer noch schön. Gut, wir sind nun endlich in Cosmo Canyon angekommen und Nanaki zeigt nun sein wahres Gesicht. Sozusagen. Gut, ich würde mal sagen, wir folgen erstmal der Story.
Prinzip und gucken uns hier ein bisschen um. Die Bilder auf den Fahndungsplakaten sehen uns gar nicht ähnlich. Was sie damit wohl bezwecken? Bestimmt wollen sie uns verwirren. Der Planet gibt auf. Na? Hier gibt's Glückstalismane. Ein Muss für alle Reisenden. Okay, das ist irgendwie. Ja. Ja, wir suchen erstmal Nanaki, wo der hingelaufen ist. Natürlich bist du auch hier. Da können wir mal kurz noch gucken, ob es da schon Aufträge für uns gibt. Nein. Ah, die Lagerfeuerstelle. Gut, aber ich muss erstmal nach oben, denke ich. Höhlenhotel Sildra. Interessant. Es ist so schön hier. Wie bist du denn nur an eine Reservierung gekommen? Für unseren Jahrestag tue ich doch alles. Gut, da gibt es auch schon wieder ein BDK-Duell. Oh. Two legs, nothing to it. Das spielen wir doch mal direkt. So. Das könnte vielleicht das von hier sein. Mal gucken. Yeah. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ja, lassen wir das mal. Das ist ja furchtbar. Vielleicht irgendwann später nochmal. Wie steht es um dein Klavierspiel? Katastrophal. Du musst noch ein wenig mehr Einsatz zeigen, bevor ich dir eine Belohnung zu... Was? Wie? Der Moment. Der Klang des Klaviers... Ich brauch dann Aram dafür, verdammt. Dann muss ich das nochmal probieren. Das ist... nicht so gut. Irgendwie bin ich da momentan ein bisschen...
zu doof. hier. So, dann nochmal. Vielleicht kriege ich es jetzt besser hin. Es war schon ein bisschen besser und immer noch ein B. Verdammt. Na gut, ich mache das mal so lange, bis ich ein A habe. Gut, hat er nach dem dritten Anlauf dann doch für ein A gereicht. Aber das war nicht einfach. Also, zumindest für mich jetzt nicht so einfach.
Gut, aber wir haben A. Kann ich irgendetwas für die- und somit auch die, ja, materiageschwächte Attacke. Ich bedanke mich aufrichtig dafür, dass du uns in unserer Sache unterstützt und der Welt die Schönheit des Klavierspiels näher bringst. Ich hoffe, dass sich unser Verein auch weiterhin auf dich verlassen kann. Ja, anscheinend gibt es nur noch eins. Deswegen mal gucken. Ich wünsche eine angenehme Ruhe hier unter dem Schutze des Planeten. Und selbst dieses Festmahl. So, da liegt auch eine Materie rum. Meins. Chakra. Wie wurde das Klavierkonzert in Costa del Sol? Unser Hotel ist das älteste hier im gesamten Tal. So, gut, dann weiter den Weg nach oben suchen. Hast du schon von den Vorfällen um... Der Planet ist unser Hirte. Es wird uns an nichts mangeln. Ah, ich liebe diese Musik. Ah, okay, das ist anscheinend ein Aufzug. Materia-Shop. Der Glanz von Materia? Ja. Was denn? Kundschaft? So, hast du irgendwas Neues für uns? Nein. Dann tschüss. Vielen Dank. Moment, aber ich kann das... kann ich behilflich sein? ...verkaufen, oder? Genau, ein bisschen was habe ich jetzt zu viel. Gut, ich habe irgendwie ein bisschen viel zu viel. Sollte reichen. Na dann, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Sehe ich alles um mich herum. Möge auch der Gesegnete des Planeten zuteil werden. Ah, okay, da haben wir wieder den. Moment, ist das der Kodex? Es wird gesagt, dass unsere Buchhandlung ihren Ursprung hier in Cosmo Canyon hat. Ach ja, stimmt. Da wollte ich eh noch ein bisschen warten. Möge der Planet die Erkenntnis bringen. Ah, Waffen und Rüstung. Deine Augen gefallen mir. Du darfst dich umschauen. Wie nett. Warum habe ich das rote Megafon nicht? Cool, ich habe mal anscheinend irgendwo eins vergessen. Das finde ich auch mal toll. So, stimmt. Ich wollte noch irgendwas kaufen. War das der Bikerreif oder war das der Schneckenarmreif? Das war zweimal für Yuffie und für Ketsif, ne? Ja. Ach komm, mir fehlt was. Das kann nicht wahr sein. Habe ich noch ein bisschen viel? So. So, einen Schneckenarmreif. Kunden, die meine Waffen für Schandtaten missbrauchen, verkaufe ich nichts mehr. Alles klar. So, genau. Yuffie, du bekommst jetzt auch den Schneckenarmreif und Kate Sif bekommt jetzt auch den Schneckenarmreif. So, das Echo-Megafon mit der Mogrimine ist ja schon voll. Dann bekommst du wie kein Materia-Platz. Welche Materie hat der drin? Gestärkte Attacke, Heilen und Gebet. Gut, ich tausche mal Gravitas mit Heilen aus. Somit ist Heilen auf jeden Fall dabei. Gestärkte Attacke, gut, ist es halt gerade mal nicht dabei. Schwerkraft kann man auch gerade verzichten. Und Gebet, ja, es geht auch. Bis er dann wieder Materieplätze hat in seiner Waffe.
So, was gibt's denn hier? Glücksritter. Okay, Mokri-Angreifer, also enthalten Schaden des Mokris und Pingas. Glücksritter. Ich würde mal einmal den Glücksritter nehmen. Und einmal den Mokri-Angreifer. Gut. Das heißt, die beiden müssen wir dann demnächst mal trainieren. So, dann jetzt mal weiter hier. Oh. Wir führen auch Heilmittel mit einer langen Tradition hier bei uns im Tal. Gut, haben wir denn hier was? Muss man hier gucken. Da brauche ich eigentlich gerade nichts. Die Karten nehmen wir. Incognito, Queen Basilisk und den Steingolem. Und hier den Schaberwurg, Wüstensagin, Schleicher und den Geist der G. Oder G, ja. Na, auch alles gefunden? So, ich nähere mich langsam dem Deck, das ich haben möchte. In der Höhle ist es aber ganz schön. Schauen Sie sich in Ruhe um. Was hast du denn? Gut, wir haben zumindest alles einmal. Geld haben wir eh keins mehr. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Du wirst uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen, das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns in das Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Oh, Nanaki! Opa! Hieß das Lebewohl? Solange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen, nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also ich werd... Ja, hier soll's gehen. Ich schalte ein wenig ab. Hoffe, das stört euch nicht. Und wir... erkunden das Dorf! Okay. Aber Nanaki darf uns nicht verlassen. Der schläft jetzt wirklich? Ich dachte, er ist im Energiesparmodus. Aber gut. Ja. Gut, dann mal weiter nach oben. Spürt die spirituelle Energie um euch herum. Die Energie umgibt den Planeten und wird vom Wind ins Tal getragen. Mhm. Da vorne ist er. Und da geht's nach oben. Gut, gucken wir erstmal hier ein bisschen. Ah, das Kartenspiel. Ja, das ignoriere ich gerade absichtlich. Wenn wir unsere Herzen öffnen, heißt aber nicht, dass wir das komplett ignorieren. Das machen wir noch. Viele spielen die Gefahr für den Planeten runter. Aber wenn sie die Arme in Coral oder Gongaga gesehen hätten, so wie wir, hätten sie bestimmt keine Zweifel mehr. Die Leute hier hingegen, die haben's gerafft. Die wollen den Planeten alle retten, das sieht man ihnen an. Ob wir sie für Avalanche rekrutieren können? Lieber nicht. Ich wünschte, ich wäre viel früher hierher gekommen. Ja, das wünschte ich tatsächlich auch. Das Konzept der Marken
So, mal gucken, wo ist denn eigentlich Yuffie? Es sollten noch mehr naturfreundliche Windmühlen gebaut werden. Lasst uns hinauf zum Himmel schauen. Schon seit alters her ist das Tal ein Ort, an dem sich sehr viel Energie ansammelt. Wo ist hier Materia? Komm schon raus. Nen Schatz, den nehme ich auch. Dann lebe ich in Saus und Braus. Wo ist hier okay. Materia? Konzentrieren wir uns morgens auf die Atmung. Selbst unsere Trauer. Die Planetenkunde ist das Studium über den Planeten. Was für eine. Natürlich. So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Beim Anblick schöner Landschaften wird mir immer wieder bewusst, dass man nicht alles auf einem Foto einfangen kann. Diese Art von Wunder muss man einfach mit eigenen Augen sehen. Aber genau das spornt mich auch an, immer bessere Fotos zu machen. Berichte mir bitte, wenn du einen besonderen Ort für ein Foto gefunden hast. Okay, Fotolocation ist dort. Da waren wir sogar schon. Eventuell. Wahrscheinlich war es noch ein bisschen weiter oben, aber gut. So, wo muss man hin? Jetzt war doch hier, oder? Oder bin ich jetzt falsch? Seminar der Planetenkunde. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. An diesem Ort sind Interessierte eingeladen, sich über die Planetenkunde auszutauschen. Jeder Erfahrungsbericht zeigt uns erneut, was für ein Segen es ist, auf diesem Planeten leben zu dürfen. Um am Seminar teilzunehmen, ist allerdings die Empfehlung eines Kundigen vonnöten. Deswegen kann ich leider keinen Einlass gewähren. Doch heute findet das Seelengeleit statt. Ich bin mir sicher, dass diese Zeremonie ebenfalls ein ganz besonderes Erlebnis ist. Okay. Hier findet gerade ein Seminar statt. Ich bitte um Ruhe. Kann mir vielleicht irgendjemand ein Seminar? Hast du dich jemals mit dem Innersten des Planeten? So, das war. Ach, da drüben, ja. Aber gut, die Sternenwarte, da würde ich mal was anderes vorschlagen und zwar, zack, speichern wir das Ganze erstmal und in der nächsten Folge geht es dann weiter zu der Sternenwarte und naja, mal gucken, was uns dann so erwartet. Ich bedanke mich jedenfalls wieder fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao Leute! Beantworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Du meinst den Soldaten? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen, bin ich... am Ende kein Mensch. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Eine Armer? Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.